schönen guten Tag, würde ich sagen. Mahlzeit. Sieht unser Pudding aus. Also, so, einmal hinter der Kamera, einmal Mund auf. Nein. Hallo ihr Lieben, es gibt endlich wieder Videos auf diesem Kanal. Wir sind vor kurzem umgezogen. Wir sind in eine große WG gezogen. Also so groß ist die WG eigentlich gar nicht, aber die Räume sind sehr groß. Da habe ich mir jetzt ein bisschen Hilfe besorgt. Hi, Mahlzeit. So, und wir machen das jetzt so, dass ich den beiden ein Gericht vorgebe, was sie kochen sollen. Den Vanillepudding nämlich, aber sie kriegen kein Rezept. Und sie kriegen die Zutaten aber nicht in den passenden Mengenangaben. Den Vanillepudding brauche ich für diesen Kuchen, denn wir kriegen Besuch und wir wollen Erdbeerkuchen nachher essen. Viel Spaß! Also ich bin eher für die Erdbeer als für den Kuchen. Also. Tja, was brauchen wir denn alles? Was nehmen wir? Was kriegen wir vor allen Dingen? Genau, erstmal kriegt ihr die Zutaten. Ah, die Eminenz aus dem Hintergrund ist gnädig. Ja. Brauchen wir nicht, ne? Zum Saufen. Brauchen wir nicht. Oder ich fürchte, die brauchen wir schon. Zucker? Zucker. Mehr Zucker ist immer besser, oder über das? Kriegen wir eben. Drei Eier. Zwei Eier. Ja. Nein, das ist noch ganz. Das nehmen wir als erstes. Großartig, Matthias. Ich glaube, auch drei Eier ist schon ein großer Kuchen, oder? Also, ja, ich glaube nicht, dass wir alle drei benutzen sollten. Stärke haben wir. Und dann Reagenzglas haben wir. Riecht gut. Ich muss jetzt nicht unbedingt dran riechen, aber. Das ist die Hauptkomponente. Vanille. Ein paar Löffel zu Papi vielleicht? Du kannst mit Löffeln wiegen, ist ja cool. Ja, ja. Das hier wiegt genau ein Teelöffel und das wiegt genau ein Esslöffel. Ich bin beeindruckt. Ich meine, halten wir mal fest. Pudding entsteht dadurch, dass wir Milch aufkochen und im Grunde Vanille hinzugeben, ja? Das heißt also, wir nehmen erstmal gleich Milch und packen sie in den Topf. Und wie viel haben wir überhaupt hier? Genau. Der Liter ist ja nicht mal voll, dann nehmen wir mal den ganzen Liter. Wir brauchen den Topf, oder? Ich glaube aber nicht, dass wir komplett das ganze Ei brauchen, sondern eher das Eigelb. Ich hätte gesagt, wir brauchen das Eiweiß. Na gut, okay, lassen wir das. Nehmen wir mal was an. Und bevor wir fangen. Schneid ruhig, mach ruhig. Gut, trotz alledem die Frage: Trenne ich das Ei oder trenne ich es nicht? Ich sag trennen und Eigelb behalten. Eigelb behalten. Okay. Sag mal, haben wir eigentlich noch Pflaster und Verband hier in der Küche rumfliegen? In der Küche nicht, aber im Flur. Sehe ich jetzt richtig, die Schote selber, die Außenhaut, machen wir nicht mit rein, ja? Nein. Also nur das Mark, ne? Mark gegangen gelegt. Was mache ich jetzt hier mit? Warum nimmst du mir jetzt einfach eine Schnutte? Schmeiß weg. Nein! Behalt! Was auch immer du tust, aber schmeiß doch nicht die Vanilleschote weg. So viel zu den Kommentaren aus dem Off. Ich bewahre euch nur vor Verschwendung, das ist alles. Ich helfe euch nicht beim Rezept. Wäre es vielleicht eigentlich günstig, die restliche Schote einfach mit aufzukochen und nachher auszufischen? Machen wir das? Komm, ich werfe die jetzt einmal da direkt rein. Batz. Genau, gib mir die ganze Milch rein. Also, Milch aufkochen schon oder nein? Ja. Und wieder kaputt gegangen. Ja, es ist. Wir üben das noch, ne? Ah, das sieht doch eigentlich aber schon ganz gut aus, ne? Das ist der Trenner, ich bin immer Sackierer, warte mal, der an. Und dieses Ei, ich hoffe, dass es eine Falle war und es kommt jetzt weg. Ja, Baby. Ja. So, jetzt haben wir ja hier noch Stärke. Steht drauf, Stärke. Kommt danach rein. Genau, Stärke wäre es, glaube ich, wenn es nicht mehr kocht, oder? Richtig. Wie viel packen wir da rein? Teelöffel, Esslöffel, Daumen, angeknutschten Daumen viel? Ich würde sagen, wir kochen jetzt erstmal hier auf das Ding, dann hauen wir das Eigelb dazu, dann hauen wir Zucker dazu und so zum Schluss die Stärke. Stimmt, Zucker haben wir ja auch noch. Und wie viel Zucker nehmen wir? Da würde ich ja zum großen Löffel raten. Okay, wir nehmen großen Löffel. Wir nehmen einen großen Löffel Zucker. Also Vanillemilch haben wir schon mal. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht. Wenn ihr schon so schön das Eigelb habt und wir das gleich zusammenpacken wollen, soll ich das schon mal mit dem Stärke und dem Zucker verrühren? Nein. Okay, finish. Auf sich wir gerade die beiden Damen richtig. Ja, ich fürchte. Alter, ich bin hoch. So, gehen wir den Rest in die Zeug dazu, oder was? Warte, muss er die Schote rauswischen. Ich würde jetzt erstmal mit dem Zucker anfangen. Und du? Boah, pack Zucker rein. Bitteschön.
Eigelb gleich nachher. Jupp. So. Die große Frage ist jetzt, wie viel nehme ich? Ein kleiner. Und ich würde mal mit so einem gestrichenen Löffel anfangen. Wollen. Teelöffel. Gestrichener Teelöffel. Einen damit. Also Milch da fest oder gibt es nur? Ja, fest dürfte die eigentlich erst, nachdem wir es aufgekocht haben. Meine ich jedenfalls. Jetzt dürfte das noch nichts machen. Was natürlich relativ schwer ist, abzumessen, wie viel ich brauche, wenn das nicht fest wird, was ich rühre. Okay. Also, rühre damit in den Pudding. Das müssen wir auch noch einmal kurz aufkochen. Na gut, allgemeines Gemecker. Halt. Ich werde es nicht noch mal vorher einrühren. Das rührst du jetzt da rein. Hat's. Ich würde sagen, komm, hau noch mal einen rein. Noch mehr? Einen noch. Na gut. So. Wie fühlt es sich an, rührtechnisch? Geht noch was. Da geht noch was. Das kommt jetzt schon echt viel vor. Ich bedenke, was ich so an Agar-Agar brauche. Das ist auch ja auch kein Agar-Agar. Ja, ich weiß, Moschelin-Mangel. Los, hau es rein. Na gut. Aber das ist das Letzte, worauf ich mich einlasse. Danach wird es halt Soße. Und wie das fertige Produkt aussieht, zeigen wir euch gleich, wenn es abgekühlt ist, würde ich sagen. So, während das Erzeugnis von den Jungs da hinten auf der Fensterbank abkühlt, mal sehen, ob das was wird oder nicht, gehe ich mal auf Nummer sicher, damit wir auf jeden Fall Erdbeerkuchen essen können und mache nochmal richtig einen Vanillepudding. So. Und ihr habt ja eigentlich auch schon ganz richtig angefangen mit der Vanilleschote, die ihr, wo ihr das Mark ausgekratzt habt. Das mache ich vom Prinzip her auch. Ich habe übrigens nur einen halben Liter Milch genommen. Ja. Ich habe das jetzt im Gegensatz zu dir mit der stumpfen Seite gemacht. Dann schneide ich halt nicht die Vanilleschote kaputt. Also es ist ja jetzt nicht schlimm, aber ich kriege halt das Mark, finde ich, ein bisschen leichter raus. Dann kann das jetzt nämlich vom Prinzip her auch schon mal auf den Herd. So, dann habt ihr das auch wunderbar gemacht. Ihr habt die Eier getrennt. Ihr habt nur eins zu wenig genommen. Na ja, gut, wir hätten vielleicht einfach weniger Milch nehmen sollen, hätte es aber die zwei Eier wieder gepasst. Gut, ich denke, morgen mache ich Baiser, wenn ich mir das hier so angucke. So, ich habe mir von dem halben Liter Milch hier ein paar Löffelchen, das sind jetzt ja so 90 Milliliter, aber darauf kommt es jetzt echt nicht an, einfach so ein paar Löffel abgenommen. Und da tue ich jetzt auch das Eigelb mit rein. Und den Zucker. Und, achso, das waren jetzt ungefähr 40 Gramm Zucker, das sind einfach zwei gut gehäufte Esslöffel. Also das muss man nicht mal unbedingt abwiegen, ne? Aber so ungefähr 40 Gramm. Und das sind jetzt 30 Gramm Stärke hier. Da habt ihr nämlich ein bisschen zu wenig genommen und habt halt auch echt den Fehler gemacht, dass ihr den nicht vorher in die kalte Milch eingerührt habt oder nur halt den ersten kleinen Löffel. Und so klebte halt das meiste davon dann eben einfach als Klumpen am Schneebesen. Und dann, ja, mal gucken. Ich glaube, wir kriegen Vanillemilch, aber ist ja nicht so schlimm. So, das ist jetzt klümpchenfrei verrührt. Dann nehmen wir das mit rüber. Nehmen den großen Schneebesen mit rüber und dann können wir den Herd ein bisschen höher stellen. Jetzt beginnt die Milch hier auch zu kochen. Dann holen wir schon mal die Vanilleschote raus. Und wir gießen das hier mit dazu. 2 Minuten kochen lassen, dabei weiterrühren. So, guck mal. So dick sieht das aber schon aus, auch wenn es noch heiß ist. Ja, jetzt gebe ich dazu, sieht ein bisschen mehr nach Pudding aus. So, das kippen wir jetzt einfach hier erstmal in die Mitte. Man sieht, das ist unser Vanillepudding. Und dann hole ich mir jetzt Erdbeeren und belege den und dann zeige ich ihn euch gleich nochmal kurz, wenn er fertig ist. So, unser Pudding ist fertig und ja, mein Kuchen ist übrigens auch fertig. Kuchen. Es ist ein sehr, sehr schöner, fester Pudding. Es ist eine ganz grandiose Vanillemilch geworden. Nun ja. Ein bisschen mit Stückchen, deswegen kippen wir es nochmal durch ein Sieb hier. Ja, ich fürchte, ich werde das jetzt noch eine Weile machen.
und euch nochmal zeigen, wie viel Milch es eigentlich geworden wurde und wie viele einfach Klümpchen sind, die nachher fertig sind, würde ich sagen. Bis gleich. Bis gleich. So. Unser Pudding der Woche, sozusagen. Ich mache einen Geschmackstest, weil ich will. So, dann schauen wir doch mal. Die schmeckt warm und sie schmeckt nach Vanille. Und ich würde sagen, ich gehe mal zum Test nach hinten. Aber ich würde sagen, es gab schon schlimmere Vanillemilches. Milches? Michi? Mhm. Ja. Doch, also als Pudding funktioniert es leider nicht, aber als Vanillemilch funktioniert es hervorragend. Das war von Anfang an unser Plan. Natürlich, das wollten wir. Und nun würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielleicht klappt das ja dann ein bisschen besser. Ciao! Tschüss!